Hallo, in diesem Erklärvideo zeige ich dir, wie du deinen eigenen Namen in EOS einfügst bzw. programmierst. Und dazu brauchen wir zunächst einmal das Zeichenfenster, denn dort müssen wir gleich etwas verändern. Und einmal T für ein Textfeld. Die Klasse des Textfeldes, dort kann man mir was reinschreiben. Und schon können wir loslegen. Und zunächst machen wir das Zeichenfenster. Dort schalten wir nämlich das Gitternetz aus. Und setzen die Hintergrundfarbe auf weiß. Und nun geht's los. Beim Namen müssen wir zunächst sagen, dass wir im Zeichenfenster dort zeichnen wollen. Und zwar eine Figur. In unserem Fall das Textfeld, also T. Und nun können wir unter T eine Zeile hinzufügen. Und dort gebe ich meinen Namen an. Und zwar in Apostroph. Dieses Apostroph findest du dort, wo auch das Hashtag-Zeichen bzw. Nummernzeichen oder die Raute zu finden ist, neben dem Ä, und nur mit diesem Apostroph funktioniert dieser Befehl. Und dann gehen wir weiter. Wir setzen die Schriftgröße. Die setze ich einmal auf 150. Schriftgröße setzen heißt es. Und wir verschieben den Text noch ein wenig nach links, damit es auch einigermaßen mittig ist. Und zwar auf der X-Achse auf minus 150. Und auf der Y-Achse bleibt es bei der Höhe, also auf 0. Da es sich um ein Textfeld handelt, können wir auch die Rahmenfarbe bzw. die Randfarbe setzen. Die setze ich jetzt beispielhaft mal auf grün. Und wir verändern natürlich auch nochmal die Schriftfarbe. Die können wir jetzt hier auf Rot setzen. Schriftfarbe setzen. Und wir schauen uns mal an, wie wir unseren Namen programmiert haben. Ich stelle es mal auf Groß und da siehst du meinen Namen in einem grünen Kasten und du siehst, dass dort mein Name programmiert wurde. Ich wünsche dir viel Spaß, dies mit deinem eigenen Namen auszuprobieren.